Ganz herzlich willkommen, alle, die heute an diesem Fastnachtssonntagmorgen sich aufgemacht haben, hierher zum Gottesdienst. Es ist Fastnacht, auch wenn anders. Auch in der Kirche ist anders. Ja, die Reihen sind nicht, dürfen nicht so dicht gefüllt sein. Man muss Abstand halten, nicht von der eigenen Frau, aber von der Nachbarin. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Die drei Urmasken, die sind für die Narrenzunft geschickt worden, die sollen zeigen, ja, die Tradition, dass sie immer verbunden. Das ist alles sicher, wie es gehört. Wir begrüßen unsere Musikanten, der Ulf der Orgel. Da haben wir wirklich viel mit. Ihr wisst ja schon, ihr seid. Herzlich willkommen. Und das sage ich auch in die Ferne, nicht nur denen, die hier sind, sondern die heute über Livestream mit uns diesen Gottesdienst feiern. Herzlichen Gruß und Giorno nach Rom, heiliger Vater. Und natürlich auch an der Exzellenz nach Freiburg. Und wenn ich anschließend nicht mehr der Pfarrer von Säckingen bin, ihr werdet schon noch Verwendung für mich finden. Ich begrüße, ja, ich weiß, es geht in die Welt hinaus. Von Istanbul bis nach Schweden und vom Odenwald bis in den Bayerischen Wald und von, ach, ich weiß gar nicht, eigentlich, es sind weltberühmt, es ist eine internationales Übertragungssendung heute. Aber wir sind hier live. Und vor allen Dingen live ist bei uns Gott selber. Und den feiern wir nämlich in diesem Gottesdienst, vielleicht ein bisschen mit anderen Liedern. Mitsingen darf man nicht, aber dafür gibt es auch Hände zu klatschen, es gibt so kleine Bänder mal zu winken. Ich denke, das ist alles nur, liebe Gott, einfach sehen, wir sind da. Ich denke, das soll man ihm zeigen, wir sind da und er ist für uns da, egal wie es uns geht. Er ist in Höhen und Tiefen des Lebens und auch zur Zeit der Pandemie und Corona. Gott lässt uns nicht im Stich. Das war jetzt an diesem Fastnachtssonntagmorgen auch und schon Valentinstag ist auch noch. Ich glaube, die Frauen haben sicher alle schon ihre großen Blumensträuße heimstehen. Also ich habe sie leider nur Eisblumen ausgesehen. Und den Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Jesus Christus, unser Herr, der es liebt, unter uns Menschen zu wohnen, er sei mit euch. Ja, ihn wollen wir begrüßen, wenn wir ihn jetzt in seine Nähe bitten, seine Erbarmung, und dass er jetzt diese Feier uns spüren lässt, dass er in unserem Herzen einen Platz sucht. Herr Jesus Christus, selber bist Mensch geworden, kennst das Leben von uns Menschen. Herr, erbarme dich. Herr, du bist bei uns in den frohen, aber auch in den schweren Stunden. Christus, erbarme dich. Christus. Herr Jesus Christus, du bist der Weg, der uns in das wahre Leben hineinführt. Herr, erbarme dich. Der Herr, erbarme sich unser. Schuld und Sünde nehme er von uns, führe uns zum ewigen Leben. Jetzt singen wir, also klar, oben die Schola singt, Laudato Si, und ich denke, mit unseren Händen können wir sein, wir sind mit Händen und Herzen fest dabei. Thank you.
Gott, du liebst deine Geschöpfe, es ist deine Freude, unter uns Menschen zu wohnen. Gib uns ein frohes und ein neues Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen. Darum bieten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir und mit dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ob ihr esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Gebt weder Juden noch Griechen, noch der Kirche Gottes Anlass zu einem Vorwurf. Auch ich suche allen in allem entgegenzukommen. Ich suche nicht meinen Nutzen, sondern den Nutzen aller, damit sie gerettet werden. Nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm, er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm, sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Und dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los. Ja, ihr dürft hier sitzen. Ich erspare mir heute den Weg auf die Kanzel, obgleich das kein Wälderball war gestern Abend. Der Weg war diesmal schon schwieriger gefallen ist.
Aber wir müssen hier gucken, dass wir wach bleiben und aufmerksam. Geliebte Schwestern, geliebte Brüder, kaum zu glauben, schon ist Fastnacht wieder. Und ihr wisst, muss ich's doch sagen, das Corona liegt mir auf dem Magen. Sonst habe ich auf die Fastnacht Lust. Dieses Jahr macht mir der Virus Frust. Und auch sonst, ich sag's vermessen, das Virus verleitet mich ständig zum Essen. Es ist nicht zum Lachen. Und war ich letztes Jahr noch sportlich und schlank, es differiert immer mehr zwischen der Waage und meinen Kleidergrößen und dem Kleiderschrank. Und auch die Leiber unserer Zunfträte sind aufgequollen. Das sagt man jetzt nicht mehr, die laufen, sondern die rollen. Ja, ich weiß schon, das mit dem Virus ist eine ernste Sache. Und vielen in Gastronomie und Handel ist es wirklich nicht zu lachen. Das Virus ist ja auch schon gefährlich. Um sich und andere zu schützen, braucht es Regeln, sage ich euch ehrlich. Aber die Freude am Leben und der Humor, der uns ist beschieden, den kann uns die preußische Mutti doch nicht verbieten. Denn badische Leute, die brauchen Genuss und ein Zäpfle und ein badischer Wein. Wenn das ein Bader noch nicht hat, dann geht er wie ein Briemeler ein. Für die Schwaben ist das Virus längst nicht so gefährlich. Denn ich habe mich mit dem Virus beschäftigt, das sage ich euch ehrlich. Der Virus treibt sich nur in Kneipen rum, macht gern Fastnacht, tut gern feiern, das ist seine Philosophie. Denn beim Schaffen, sagt man, kriegt man den Virus nie. Denn seht, die schwäbische Schafferle, die sind nicht dumm. Die Schwobe, die Falle, die Schaffe bis zum Umfalle, dann sind sie immun. Drum holte wir aus den schlauen schwäbischen Geistern auch unseren immunen schwäbischen Bürgermeister. Das heißt, sind mehr Schwaben da, weil niemand lacht, oder? Denn während die Schwabe schaffe, tun die Badener denken. Aber welches Hirn wollte sich denn ein Schwabe überhaupt verrenken? Ja, neulich sah ich unten am Rhein auf einem Bänkle die liebe Gott sitzen. Ihr könnt euch vorstellen, als ich den gesehen habe, da kam ich ins Schwitzen. Ich fragte ihn, was er hier macht. Da musste er lachen. Im Badenland, sagt er, da tue ich Homeoffice machen. Und dann schwärmte er von den guten badischen und köstlichen Speisen. Und es ist nicht gelogen. Als ich nur das Wort Trollinger nannte, da hat er ganz arg den Mundwinkel verzogen. Ja, der liebe Gott hat im Baden alles richtig gestellt. Drum lacht über Baden die Sonne und über Schwaben die Welt. Aber jetzt noch mal zu dem Virus, dem winzig kleinen Vieh. Der schafft's doch, dass mir die Haare wachsen bis runter ans Knie.
Und seit letztem Jahr brauche ich es euch nicht sagen. Da muss man sogar außerhalb der Fastnacht Maske tragen. Ich bin jetzt drauf gekommen, und es ist mir tagsüber ein Segen, wenn ich die Maske tue, während der Nacht im Kirschwasser liegen. Denn da ist der Virus morgens wie abgetötet. Das kommt davon, wenn man nachts einen lötet. Und setzt sich die Maske dann morgens auf Mund und Nase, dann erfreue ich mich ein bisschen an den Kirschwasserabgasen. Das war nun der Predigt erster Teil mit wichtigen Fakten und Nachrichten. Aber jetzt wird's ernst, jetzt geht's mal um die biblische Geschichte. Auch der Jesus, wovon wir im Evangelium hörten, bekämpfte Viren und die zerstörten nicht nur das Leben von einzelnen Männern und Frauen. Dieses Virus kann das Leben der Gemeinschaft und Gesellschaft versauen. Und auch dieser Virus will bis heute nicht verrecken. Er mutiert und tut sich hinter vielen Namen verstecken. Wie schnell wird da hintenrum über Menschen gesprochen, als sei bei denen der Aussatz ausgebrochen. Und wie oft tut ein Glückchen es probieren, einen anderen ganz zu isolieren. Denn Ausgesetzte gibt es auch heute. Das sind jene armen Leute, die wie Abschaum von anderen werden gemieden und die von unserer Gesellschaft sind ausgeschieden. Seid ehrlich, sagt nun, seid ihr gegen dieses Virus immun? Ich kenne die Krankheitsbilder, da tut er zum Beispiel unter dem Namen Mobbing walten und schafft es immer wieder, Familien und Gemeinden zu spalten. Auch unter anderen Namen tut dieser Erreger mutieren. Hass, Neid habt ihr, um nur mal einige von solchen Namen zu zitieren. Jesus schlägt da nicht rein mit Donnerblitze und er weiß, da hilft auch keine Spritze. Der Jesus ließ sich von Mitleid berühren und den Ausgestoßenen ließ er Liebe spüren. So können wir es heute bei Markus lesen, weil Gott ein Herz voll Liebe hat, können Menschen dran genießen. Und wenn wir das auch untereinander hinkriegen, dann lässt sich damit nicht nur manche Krankheit besiegen. Wer mit anderen Mitleid hat und tut ihnen Liebe bringen, der kann schon jetzt wie an Ostern Halleluja singen. Denn Ostern, da zeigt uns der liebende Gott, dass Liebe besiegt sogar den Tod. Drum wollen wir heute Gott feiern ein Fest, weil er uns auch in schwierigen Zeiten nicht verlässt und wie er Miriam nach dem Zug durchs Rote Meer lässt, auf die Pauke schlagen, so möchte ich es mir auch heute nicht versagen. Und weil im Chorsaal dieses Jahr nicht darf die Fastnacht dröhnen, so darf die Pauke heute mal in Münster ertönen. Doch sage ich euch eins, ihr dürft zwar klatschen und mit der Hüfte schwingen, aber keinesfalls dürft ihr halt leider nicht mitziehen. Thank you.
Doch
Nächstes Jahr sitzt er wieder singend und heiter dort. Und für heute beschließe ich's mit Gary und Dago. Geworden ist. Geht doch wohl ein schönes Lied. Ist aber, denkt vielleicht an Kindheitstage zurück, aber manche sind ja dort stehen geblieben. Das macht ja nichts. Das Kind, Mann oder Frau, nicht? Singen wir, wie heißt es? Für Jesus will ich singen und klatschen und tanzen und, aber nur natürlich allein. Und winken wieder. Für die an Corona Erkrankten,
für die Opfer von Mobbing und Ausgrenzung und für die, die ihnen helfen und zur Seite stehen. Die Freude an Gott ist unsere Kraft. Herr, wir hoffen auf dich. Herr, wir hoffen auf dich. Wir beten für die Verliebten, für Ehepartner und Familien. Wir beten für Menschen, deren Liebe zerbrochen ist, für die, die allein leben müssen und für die, die sich bewusst dazu entschieden haben. Die Freude an Gott ist unsere Kraft. Herr, wir hoffen auf dich. Wir beten für alle, die Freude haben am christlichen Glauben und die ihnen gut und gerne weitergeben. Wir beten für alle, die müde geworden sind und sich enttäuscht abwenden. Und wir beten für alle, die wegen ihres Glaubens oder des Einsatzes für Menschenwürde und Menschenrechte verfolgt werden. Die Freude an Gott ist unsere Kraft. Herr, wir hoffen auf dich. Wir beten für die, die sich gerne verkleiden und in andere Rollen schlüpfen. Für die Fasnachter und für die, die andere gerne eine Freude machen. Wir beten für unsere Kinder und Jugendlichen und für die, die ihre Freude am Leben zu verlieren drohen. Die Freude an Gott ist unsere Kraft. Herr, wir hoffen auf dich. Wir beten für unsere Toten, besonders für die, die einsam und allein sterben mussten. Wir beten für alle, die um einen lieben Verstorbenen trauern, von dem sie sich vielleicht noch nicht einmal verabschieden konnten. Die Freude an Gott ist unsere Kraft. Herr, wir hoffen auf dich. Ja, guter Gott, du hörst, wenn wir bitten. Und du willst uns auch helfen, denn du hast dein Herz für uns. Sei dir dafür Lob, Dank und Ehre in Ewigkeit. Ein kurzer Hinweis von der Gabenbereitung, die daheim jetzt sitzen am Computer, da ist seitlich sicher so ein Schlitz, da kann man seine Karte reinstecken, dann gibt er ein, ab 100 Euro seinen Betrag, nach oben ist das alles offen, überweist es natürlich an uns, dann freuen wir uns, weil alle anderen dürfen ja hier anschließend was in die Körbchen legen, wenn sie rausgehen. Also ich denke, das gehört dazu, sonst müssen wir das Bild abschalten und da kostet ja alles Strom und also, halt Gabenbereit und Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Dafür sind wir seine Gäste. Thank you.
Hilf uns, nach deinem Willen zu leben, damit wir das verheißene Leben bei dir empfangen. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Erhebe die Herzen. Wir haben sie bei dir. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Ihr Herr, heiliger Vater, mächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und wir singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen, bis du kommst. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, verbunden mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in deiner Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer Schwestern und Brüder, die schon entschlafen sind, voll der Hoffnung, dass sie dürfen auferstehen und leben.
alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich nun schauen dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns allen das ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, deinen Aposteln, dem heiligen Fridolin und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Alle sind Kinder Gottes. Sie dürfen ja vor Gott stehen, dem Gott und Vater unseres Lebens, weil es miteinander zu beten, wie es Jesus uns gelehrt hat. Vater, sei dir geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Frieden hat uns Jesus verheißen, Friede für eine neue Welt, wo es nicht Ausgrenzung gibt, Menschen wegschieben, sondern eine Gemeinschaft, eine neue Weltgemeinschaft zu bitten. Wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Die Hand darf man sich nicht geben, aber freundlich zulächeln darf man sich. Thank you.
Lasst uns beten. Gott, du Spender alles Gutes, du hast uns Brot und Himmel geschenkt. Erhalte in uns das Verlangen nach dieser Speise, die uns wahres und ewiges Leben gibt. Wir bitten darum durch Christus, unseren Herrn. Es wird noch von alles abverlangt, unser bestes Lied. Wie gesagt, nicht singen, aber bewegen. Singt Gott, jubelt ihm. Und Bänder und Hände und Füße, man kann mit allem was machen. Nur mit singen. Sein wahres Gesicht zeigen. Jetzt hat man sicher mehr Grüße rübergekommen. Die sehen drunter schlechter aus wie im Buch. Du machst gern. So müssen wir sagen. Ja, das ist überall. Weisheit dürfen wir natürlich auch. Haben die treuen Verbindungen zu so nahe zu. Leider, leider. Davor gesagt, das Einzug und Auszug. Das ist der einzig richtige Fastnachtsumzug, den wir haben dürfen. Aber alle anderen bitten sich draußen nicht zu versammeln in Gruppen. Das sollte eben nicht sein, die Kontakte zu beiden zu beschränken. Aber mit Freude im Herzen zu gehen. Danke an die, die Opferdienste machen, jetzt und immer wieder. Unser Ministranten und ja, alle, die einfach mit dabei sind, immer wieder eingeladen. Das könntest du fast nicht glauben, aber Mittwoch ist auch schon Mittwoch, auch wenn vorher nicht Fastnacht war. Aber, naja, das schaffen wir schon, nicht? Die Klinik wird das nächste sein, dass auch der Livestream dann übertragen wird. Und dort freuen wir uns, dass wir zumindest Gottesdienst wieder feiern in der Prozession. Dieses Jahr auch keine möglich sein.
Ja, sind wir soweit, oder? Also, dann tun wir doch Gott um seinen Segen bitten. Und dann geht es nach Hause, gibt sicher was zu essen, zu trinken. Ich denke, Fastnacht kann man auf diese Weise ein bisschen miteinander feiern. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Segne und bewahre euch, der allmächtige und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Viele Grüße an ihr, an alle, die da sind und in die ganze Welt, die uns heute Morgen so ja, zugejubelt hat, das richtig gespürt. Und wenn jetzt noch Überweise mitkommen, dann alles andere. Also ich wollte noch mal die Körbchen erinnern, sicher, wenn ihr das alle drum gegangen mit dieser grünen Retinie, dass das nichts anpasst. Aber man darf was einwerfen, das passiert nicht. So ist der Virus auf Geld schon nicht drauf. Geht hin, bringt Frieden. Amen.